Pranoop to K. Moin, hallo und herzlich willkommen auf Pranoop2K zum ersten Videolog. Ich bin Kevin und ich rede jetzt mal spontan zu euch zum Thema Echtzeit-Trailer, nein, zum Echt-Video-Trailer oder wie heißen die? Ich hätte vielleicht recherchieren sollen. Überhaupt zu Trailern und dazu mit damit verbundenen Hypes. Und zwar möchte ich davon von diesen Trailern sprechen, die nicht in Spielgrafik gehalten werden, sondern mit echten Darstellern, jetzt oder mit echten Szenen in Anführungsstrichen, so wie jetzt jüngst zu sehen von bei The Evil Within oder bei Call of Duty Ghosts. Und warum ich in Bezug darauf auch aufs Thema Hype komme, werde ich euch noch erläutern. Ja, zum eigentlichen Thema. Echte Trailer oder mit echten Schauspielern. Ich muss jetzt lügen, mir fällt jetzt gerade echt der Begriff nicht ein. Trailer, in denen keine Spielszenen verfilmt werden, benutzt werden, welche aber für ein Spiel sein sollen. Liebe Hersteller, welchen Sinn seht ihr darin, Werbung für ein computeranimiertes Programm zu machen mit echten Schauspielern? Wenn ihr schon einen Hype erzeugen wollt, und das ist ja offensichtlich jetzt ganz große Mode bei vielen Dingen, dass man einfach unendlich hypt, wenn ihr einen Hype erzeugen wollt, warum schmeißt ihr der Gamer-Gemeinschaft nicht schon Spielszenen vor die Nase? Ich meine, was interessiert mich irgendein XY-Schauspieler, den kein Mensch kennt, vor der Kamera rumzappelnd? So, ich meine, speziell im Fall Call of Duty Ghosts, ich habe mal reingeguckt. Ich wollte wissen, ob man da irgendwas zu erwarten hat. Generell könnte ich eigentlich das Thema Call of Duty schon komplett wegskippen, weil es mich seit Modern Warfare nicht mehr interessiert. Wobei das auch zu viel gesagt wäre, weil eigentlich hat mich Call of Duty noch nie wirklich interessiert. Jedenfalls, diese Trailer mit echten Darstellern geben mir persönlich überhaupt nichts. Denn wenn ich mich über ein Spiel informieren möchte und ich möchte mich auf das Spiel freuen, dann möchte ich sehen, was mich erwartet. Nun könnte man dagegen halten, dass GTA 4 nun reichlich mit Ingame-Grafik und mit Trailern der jeweiligen einzelnen Personen beworben wird. Das ist aber wiederum für meinen Geschmack zu viel. Denn wenn man ein Spiel dermaßen oft zu sehen bekommt, verdirbt es mir die Lust. Nun mag es halt auch sein, dass ich jetzt schlechte Beispiele rausgesucht habe, weil insbesondere ein Call of Duty, ein GTA mich jetzt nicht unbedingt reizt und auch noch nie wirklich hat. San Andreas habe ich sehr, sehr gerne gespielt. Ich habe auch GTA 4 zu Hause, aber ja, gespielt habe ich es nicht wirklich. Kommen wir dann zum nächsten Thema, The Evil Within, mit dem Macher der Resident Evil Reihe, mit dem Namen, den ich mir gar nicht merken kann und wahrscheinlich, wenn ich ihn wüsste, auch nicht aussprechen könnte. Jedenfalls möchte er sich wieder auf alte Tugenden berufen und ein Survival-Horror-Spiel schaffen, das seines Namens würdig ist. Das freut mich als alter Resident Evil-Fan erstmal. Resident Evil-Fan von Teil 1 bis 3. Ab 4 war für mich die Reihe gestorben. Jedenfalls habe ich mich generell über die Ansage gefreut. Aber warum bitte solche Szenen? Warum nicht schon, meinetwegen lieber aneinandergereihte Screenshots aus dem Spiel, Spielgrafiken, Ingame-Grafiken, meinetwegen auch Videosequenzen aus dem Spiel. Aber warum zum Teufel nimmt man echte Schauspieler, warum stellt man das denn echt nach? Ich persönlich halte da gar nichts von. Das scheint aber jetzt jüngst sehr, sehr, ja, in Mode zu sein. Genauso wie Hypes in Mode sind und Spiele totgehypt werden. Yeti Winden hat da mal eine
seine Definition von Totheiten gegeben, die ich jetzt leider auch nicht wiedergeben kann, denn wie gesagt ist dieses Video spontan entstanden. Aber ich kann nur sagen, Totheiten empfinde ich als dermaßen oft auf ein Produkt, auf ein Spiel hinweisen, die Gemeinde immer wieder mit Screenshots und Videomaterial zuzubomben, bis selbst echte Fans keine Lust mehr haben und sich gar nicht mehr dem Hype hingeben können, weil sie einfach an Reizüberflutung leiden. Denn wenn ich als Beispiel, ich habe mich total auf Hitman Absolution gefreut. Ich habe es auch vorbestellt mit Pre-Order DLC und Hitman 1 bis 4 kostenlose Zugabe und hast nicht gesehen. Ich habe es auch durchgespielt und ich habe mich gefreut auf das Spiel, denn sind wir doch mal ehrlich, wie viel Werbung wurde für Hitman Absolution gemacht? Gab es da überhaupt Werbung? Ich kann mich an dieser Stelle an keine erinnern. Und ich finde, das ist auch gut so. So ein paar Häppchen, so ein paar kurze Scenes in größeren Abständen. In größeren Abständen und ein paar Bildhäppchen, um die Spieler anzufixen. Meinetwegen auch so ein paar geleakte Screenshots, aber doch bitte nicht jeden zweiten Tag irgendwelche Neuigkeiten darüber veröffentlichen, nur Trailer mit echten Personen, die nichts über das Spiel aussagen, gibt mir nichts. Oder jetzt das jüngste Beispiel, was jetzt gerade seit gestern, glaube ich, im Internet kursiert, ist das neue Wolfenstein mit dem Titel, ich weiß es nicht. Ich habe nun gerade eben bei Frank Sirius begonnen, seine Trailer-Analyse zu gucken, beziehungsweise seine Daily News darüber. Und auch dieser Trailer ist zwar nicht mit echten Personen gedreht, sondern ganz offensichtlich CGI beziehungsweise Computeranimation. Aber bitte, dieser Trailer sagt doch überhaupt nichts aus. Was zum Teufel will man mit einem Trailer, der überhaupt nichts aussagt? Der einem die Spielegrafik nicht darlegt und sonstige Infos, die man haben wollen würde. Gut, man kann jetzt das Gegenteil als Gegenteil dem entgegenhalten, Filmtrailer. Filmtrailer haben den Nachteil, dass sie schon den Großteil des Films spoilern, quasi schon spannende Szenen im Vorwege wegnehmen und man sich darauf nicht mehr freuen kann. Das ist auch der falsche Weg, meines Wissens nach. Aber ein derart aussagefreien Trailer zu produzieren, der mich genauso dumm dastehen lässt wie vorher, nur mit dem Unterschied, dass ich weiß, es erscheint ein Spiel. Wie gesagt, es ist meine rein persönliche Meinung, braucht kein Mensch. Ja, und bevor ich hier jetzt noch weiter ausfallen werde und noch weiter uprage, warum ich das nicht gut finde und so, lasst mich wissen, tobt euch in den Videokommentaren aus, was haltet ihr von den Hypes, die da gepusht werden um die Spiele, von Trailern, die nichts aussagen oder von Trailern, die nicht mit Ingame-Grafik ausgestopft sind, sondern mit echten Personen gedreht. Findet ihr das gut? Freut ihr euch über jedes Häppchen, das ihr zu sehen kriegt? Oder seid ihr auch angenervt? Tobt euch einfach in den Kommentaren aus. Und ansonsten verabschiede mich an dieser Stelle, wünsche euch noch einen schönen Tag und wir sehen uns das nächste Mal.